Hallo Leute, ich bin Butchi und ich habe seit dem 1.1. keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Ja, das ist jetzt über ein halbes Jahr. Manch einer wird vielleicht sagen, ja und jetzt, ich auch nicht. Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Wenn man aber wie ich von fünfmal die Woche saufen kommt. Dein Bier ist noch halb voll, ich trinke es aus. Sie liebt mich auch, sie liebt mich auch, sie liebt mich auch. Ich lieb Anna, Ina, Clara, doch am liebsten lieb ich Rausch. Dann finde ich, ist es doch was, was man zumindest mal erwähnen darf. Ja, und ich möchte ein Video dazu machen, weil es erstens für mich Selbsttherapie ist. Zweitens, ich glaube, dass da draußen viele Menschen sind, die ein ähnliches Problem hatten oder haben wie ich und vielleicht gerne darüber aufgeklärt werden wollen würden. Ich möchte vielleicht so eine Art Inspiration sein. Ich habe mir lange gedacht, wie soll ich denn so ein Video aufbauen? Und dann ist mir aufgefallen, ja, eigentlich muss ich nur die häufigsten Fragen und die häufigsten Sätze, die ich höre, wenn ich sage, ja, ich trinke keinen Alkohol mehr, eigentlich muss ich nur die aufgreifen und die beantworten. Und ich glaube, da hat das alles Interessante schon abgedeckt. Ist noch ein Sperren, ja! Und dann kommen wir zur ersten Frage. Ich denke, es liegt auf der Hand, was die erste Frage ist. Warum? Also, warum hast du es gemacht und gab es einen Auslöser oder sonst was? Also, einen Auslöser gab es nicht direkt. Es war eher so ein Gedanke, der schon lange da war. Also, ich habe mir schon vor 2, 3 Jahren Gedanken gemacht, wie ist das, was ich mache, vielleicht zu viel? Ist das nicht ganz normal, mein Trinkverhalten? Und ja, der ist halt einfach immer mehr gereift, würde ich sagen. Und ja, um dieses Warum zu beantworten, naja, ich habe halt einfach gesehen, dass ich ein Problem habe und dass ich da nicht mehr rauskomme mit diesen klassischen Ausreden wie, ja, jetzt mache ich mal einen Monat nicht oder ja, halt nur ein bisschen weniger und ach, heute ist dann doch wieder egal, sondern ich habe einfach gesehen, ich muss da komplett raussteigen und, naja, ich möchte halt im Leben weiterkommen und ein gesundes Leben führen. Ich glaube, das ist auch irgendwie verantwortungsbewusst zu sich selbst sein. Und deswegen habe ich aufgehört. Und der Punkt, also es gab keinen Auslöser oder so, es gab kein schlimmes Ereignis, das passiert ist, dass ich sage, oh, jetzt muss ich aber. Aber es war halt dieser Neujahresvorsatz. Also ich bin kein Fan von Neujahresvorsätzen, überhaupt nicht. Also der Vorsatz hätte auch wann anders kommen können als beim Jahreswechsel. Ich sage mal, ein Jahreswechsel ist auch nur ein Datum, aber manchmal kommt dieser Jahreswechsel halt gerade genau gelegen. Und ich glaube, so war es bei mir ungefähr ein bisschen. Ich glaube, die Frage, die ich am zweitöftesten höre, nach warum, ist, ja, und kommst du dann damit klar, dass alle anderen um dich rumtrinken oder wie machst du das dann? Dazu sage ich, eigentlich, und ich hasse dieses Wort eigentlich, weil mit eigentlich schließt du immer irgendwie aus, dass es so wäre. Es ist aber so, ich bin kein Mensch, der Alkohol braucht. Überhaupt nicht. Also ich habe auch so ein wirklich gelockertes Mundwerk. Ich traue mich, wen anzusprechen. Das ist sogar meine große Stärke. Also ich weiß nicht, warum ich mich jahrelang kaputt gemacht habe. Überhaupt nicht. Es hatte eigentlich überhaupt keinen Grund. Naja, doch, es hatte einen Grund, dazu später mehr. Aber so, ich bin eigentlich genau der gesellige Typ, dafür brauche ich keinen Alkohol. Ich sag immer, ich bin so wie Menschen mit 4 Bier. Und alles, was über 4 Bier ist, ist sowieso zu viel. So, und zu dieser Frage, wie kommst du denn damit klar, wenn alle um dich rumtrinken? Ich genieße es. Ich genieße es. Es ist mega geil, weil viele Menschen haben eben ein Problem, vielleicht um aus sich rauszukommen. Und dann gibt es halt diese Grenze von 4 Bier. Bei manchen ist es mehr und bei manchen weniger natürlich. Aber man merkt, okay, die Leute in der Vorglühphase kommen aus sich raus und das ist mega cool, mit diesen Leuten abzuhängen. Und ich merke dann auch, dass ich selbst in diese Stimmung komme. Also wenn um dich rum sowas ein bisschen Betrunkenes herrscht, dann passt du dich automatisch deinem Umfeld an und du brauchst dafür nicht mehr Alkohol. Da ist es auch irgendwie derselbe Effekt, wenn du ein alkoholfreies Bier trinkst. Auf einmal denkst du, du wirst auch gerade mit denen betrunken. So, und dann kommt aber irgendwann diese Grenze von. Oh!
Ja, das ist halt dann der Moment, wo ich halt dann einfach gehe, weil da verpasst man nichts mehr. Also, wenn man selbst betrunken ist, ich kenn's ja auch noch von mir, ich habe die ganze Nacht durchgefeiert, bin dann noch zur Tanke gegangen und habe mit dem letzten Idioten, der da noch gestanden ist, eine Diskussion angefangen, weil ich dachte, das ist es jetzt, mir bringt's was. Und man denkt, boah, um 2 Uhr nachts, da passieren die lustigsten Geschichten. Nein, man redet eigentlich immer über dasselbe, wie man schon den ganzen Abend geredet hat. Und es passiert eigentlich nichts mehr. Ja, und das ist der Punkt, wo ich gehe. Und ich verpasse ja dann eigentlich auch nichts. So. Eine Frage, die natürlich absolut interessant für jeden ist, ist, ist es dir schwer gefallen? Und dazu möchte ich kurz einen Text von mir, den ich mal geschrieben habe, das ist jetzt schon ungefähr ein Jahr her, da waren die Gedanken schon konkreter, okay, ich habe ein Problem, ich muss da raus. Da habe ich einen Text geschrieben und der ging so, ich muss aufhören. Was muss ich denn aufhören? Ich muss aufhören, Ausreden zu suchen. Ich muss aufhören, mir Leute zu suchen, die noch schlimmer sind als ich. Ich muss aufhören, Gründe dafür zu suchen, warum ich nicht aufhöre. Ich muss einfach aufhören. Ja, und um auf die Frage zurückzukommen, all das aufzuhören, wie Gründe dafür zu suchen, warum man nicht aufhört, oder Leute zu suchen, die noch schlimmer sind als ich, die man dann automatisch anzieht, das war eigentlich das Schwierige. Also dieser Prozess bis dahin, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf. Das war das Schwierigste. Als ich dann gesagt habe, ich höre auf, Neujahr, ich ziehe das jetzt durch. Hey, noch eine Nachricht an mein Zukunfts-Ich. Digga, ich will nur eine Sache von dir. Dass ich, wenn ich hier in einem Jahr reinschaue, nicht so fertig aussehe. Sondern dass da alles passt und dass ich nicht abgefuckt bin, sondern einfach alles so mache, wie ich es mir vorstelle. Das war tatsächlich das Schwierige. Als der Punkt aber dann erreicht war, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, hat eigentlich gepasst. Also es ist mir dann nicht schwierig gefallen. Ich hatte jetzt keine Entzugserscheinungen oder sonst was. Gott sei Dank nicht. Dann war es vielleicht noch gar nicht so weit vorangeschritten. Aber ich habe halt gemerkt, okay, es ist ja eine berechtigte Angst, okay, was sagen Freunde und Umfeld dazu, wenn halt Freunde und Umfeld auch gern trinken. Naja, und da hat sich die Spreu vom Weizen einfach ein bisschen getrennt. Also ich habe einfach dann offen kommuniziert mit jedem, habe gesagt, hey, nein, also ich trinke nicht mehr. Und das haben alle Leute, die mir wichtig sind und denen ich scheinbar auch wichtig bin, akzeptiert. Ich meine, die wollen mir das Beste und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dass das für mich das Beste ist, werden sie mich nicht daran hindern. Natürlich gab es dann auch ein paar Leute, die das nicht so gut gefunden haben, weil man diesen Leuten natürlich auch den Spiegel vorhält. Und dann irgendwie wieder versucht haben, mich auf ihre Stufe mit runterzuholen. Und ach komm, und bist du ein Langweiler geworden? Oder ja, komm jetzt eins und so. Und ich sag so, hey, warum? So, ist es jetzt wirklich für dich so schlimm, wenn ich dabei bin und mit dir Spaß habe, aber halt dabei eine Cola oder ein alkoholfreies Trink? Und dann fällt dir halt eigentlich auf, wer sind denn die richtigen Freunde und wer will wirklich das Beste für dich? Ja, aber sonst ist es mir nicht schwer gefallen. Ich musste mich nur von Leuten trennen, die mir sowieso nicht gut getan haben. Und alle Leute, die mir wichtig sind, denen ich wichtig bin, haben das akzeptiert. Und wie ich in der letzten Frage beantwortet habe, ich habe ja auch Spaß, wenn irgendwo Alkohol getrunken wird, die Leute munter sind und ich dabei bin. Also von dem her, nur bis zu dem Punkt, wo ich aufgehört habe, also wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf und es durchgezogen habe. Nur bis dahin war es schwierig. Was hat sich verändert? Wow, das ist eine Frage, bei der ich jetzt weit ausholen kann. Was hat sich verändert? Was fällt allen Leuten auf, die mich länger nicht gesehen haben? Boah, du hast ja krass abgenommen. Ja, ich habe tatsächlich nichts umgestellt. Meine Ernährung war schon immer gut. Ich habe immer ausgewogen, ausreichend Sport gemacht. Also ich habe weder Ernährung umgestellt, noch mehr oder weniger Sport gemacht. Das ist alles vom Alten geblieben. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und ich habe in diesem halben Jahr 8 Kilo abgenommen. 8 Kilo nur vom Alkohol. Und ich blende hier gerne mal ein paar Bilder ein, wie ich
vor einem Jahr, vor 2 Jahren oder halt einfach in der Zeit, wo ich mal gesagt, wo ich einfach viel Alkohol getrunken habe, wo ich halt 5-mal die Woche ungefähr Alkohol getrunken habe, blende ich mir ein und dann einfach jetzt Bilder von jetzt so. Das ist ein Riesenunterschied. Was hat sich noch verändert? Ja, es ist so komisch, wenn du Sonntagmorgen aufwachst und dir dann so denkst, boah, hab ich einen Kater? Nee, warte mal, hab ich ja nicht. So, dann habe ich jetzt auch nicht mal eine Ausrede, warum ich nicht joggen gehen kann oder so. Also du hast halt eigentlich keine Ausreden mehr, du hast halt einfach viel mehr Energie, um Sachen zu tun. Und ja, habe ich auch dann gemacht. Ich bin meinem Hobby, Musik, dazu kommt später noch mehr, viel mehr nachgegangen. Und du merkst auf einmal, wie viele Sachen mehr möglich sind, wenn du halt nicht dauernd schwach bist und einen Kater hast oder sonst was. Was hat sich noch verändert? Ich will jetzt nicht sagen, dass es damit zusammenhängt, aber ich habe meine Freundin Helena kennengelernt. Sie fragt, ob wir dann schon bereit sind. Ich sag, ich weiß nicht. Ich hab nur so ein Gefühl, dass es grad nice. Ich hab so das Gefühl, ist gerade alles ziemlich nice. Kurz nachdem ich aufgehört habe, also sie hat mich noch in der Nachwirkungszeit, sag ich mal, kennengelernt, aber ich hatte immer ein ganz großes Problem mit Frauen. Und beziehungsweise mit Frauen nicht kennenlernen, das war nie das Problem, sondern bei einer Frau zu bleiben, mich zu binden, weil ich war gefühlt halt immer auf der Flucht, weil dieses Saufen und dieses Weggehen, das war so, so tief in mir drin verankert. Ich hatte dauernd Lust, ich war die ganze Zeit auf der Flucht so. Es war für mich das Allerwichtigste, ich habe das ganz oben angestellt und dann ist dir halt aufgefallen, dass halt eigentlich alle Frauen, die du vielleicht magst, irgendwann doch gehen, weil sie gesagt haben, ja, es ist ein cooler Typ, aber du bist halt immer nur die zweite Stelle, weil ihnen ist halt immer wichtiger, dass man feiern geht, dass man saufen geht, dass man wieder andere Frauen kennenlernt. Und naja, eine Freundin von mir hat früher mal zu mir gesagt, Butchi, du bist irgendwie so ein beständiger Typ, man fühlt sich bei dir so extrem wohl. Aber auf der anderen Seite bist du die ganze Zeit auf der Flucht. Du bist flüchtig, beständig. Da war irgendwas unvereinbar, also was es nicht zu vereinbaren ist in mir drin. Und das ist jetzt weg. Ich merke einfach, wie ich mich viel mehr geerdet habe. Wie ich nicht dauernd diesen Drang habe, was Neues, sondern irgendwie mich eher gefunden habe. Mit meiner Situation, mit meinem Kopf eher klarkommen. Und ich glaube, das ist schon eine große Veränderung. Ich habe über Leute gesprochen, die das Ganze nicht unbedingt gut heißen. Manche haben schon kapiert, okay, sie können es jetzt auch nicht schlecht heißen. Aber es gibt natürlich auch manche Leute, die, dann halt auch wieder irgendwas dagegen suchen, um es mir jetzt nicht ganz zu gönnen, dass ich wirklich was Großes meiner Ansicht nach geleistet habe. Ist immer wieder der Satz, ja, okay, dann halt kein Alkohol, aber dann kiffst du halt jetzt, oder? Jeden Tag, oder? Hör, komm, hängst immer eine Lunte, oder? Wie viele Bubas hast du seitdem geraucht? Ja, um das zu sagen, ich hatte dieselbe Idee schon mal im November. Also ich habe im November mal gesagt, ich mache jetzt mal einen Monat Alkoholpause. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal einen Monat Alkoholpause war. Wahrscheinlich seit ich 16 war, nicht mehr oder so. Und schau mal, wie es auf mich wirkt. Und dann habe ich in diesem einen Monat jeden Tag gekifft. Kiffen! Ich habe auch, während ich gesoffen habe, oft gekifft, aber da war es halt dann extrem und dann ist mir halt auf einmal aufgefallen, ja, geil, ich habe nicht nur ein Alkoholproblem, ich habe halt ein Drogenproblem. Und dann ist mir ziemlich schnell bewusst geworden, als dann irgendwie dieser Entschluss kam, okay, Neujahr, ich höre jetzt auf dem Alkohol trinken, nein, ich höre jetzt nicht auf dem Alkohol trinken, weil das triggert nur andere Suchten. Ich muss in mir was verändern und da gehört dazu, komplett ohne Drogen klarzukommen. Und deswegen habe ich auch seit dem 1. Januar keinen Joint geraucht, keine anderen Drogen genommen und keinen Alkohol getrunken. Und erst dann kannst du sagen, okay, dieses Suchtproblem ist auf dem Weg der Besserung. Also wirklich, es ist wieder nur eine Ausrede zu sagen,
Boah, Alter, ich habe jetzt einen Monat kein Alkohol getrunken. Schaut her, Leute, ich kann's, jetzt kann ich mich wieder zubechern, wenn du jeden Tag kiffst. Das macht es nicht besser. So, eine sehr interessante Frage. Was ist dein Ausgleich? Die könnte man kurz beantworten. Also, die kurze Antwort wäre Sport und Meditation. Gute Kombination, kann ich nur jedem empfehlen. Meditation reinzukommen ist schwierig, wenn man mal drin ist. Dann fühlt sich's an wie Drogen nehmen. Und es ist wunderschön, wirklich. Aber diese Frage mit dem Ausgleich, die muss ich ein bisschen präzisieren. Also ich habe hinterfragt, warum ist denn Saufen mein Ausgleich? Also warum ist mein Ausgleich, dass ich mich und dann auch noch zu oft fünfmal die Woche abschießen muss? Also da muss doch irgendwas in meinem Kopf nicht stimmen. Sonst hätte ich ja nicht das Bedürfnis, diesen Ausgleich so extrem auszuleben. Also wenn man es einfach mal sagt, mein Ausgleich ist, dass ich am Wochenende feiern gehe, okay. Aber dann ist wieder eine Frage, was gibt es denn zu feiern? Also wirklich, was gibt es denn zu feiern? Wenn dein Wochenende daraus besteht, dass du dich zweimal abschießt, dann läuft unter der Woche irgendwas nicht richtig. Und das ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich mit dem, was ich mache, und zwar auch ein bisschen ziellos und planlos umhergehen. Ich habe ein Praktikum gemacht, ein Pflichtpraktikum in meinem Studium. Ich studiere gerade BWL. Ich muss und werde es fertig machen, weil ich schon ganz weit vorangeschritten bin. Ich habe nur noch zwei Prüfungen. Aber ich habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Also das macht mich ja nicht glücklich. Und auch im Praktikum habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht in die Wirtschaft gehen. Und ich konnte mir auch aber nichts anderes vorstellen. Also ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen, Jura studieren zu können oder irgendwas, was man studieren kann. Ich habe gesagt, nein, das bin ich alles nicht. Und alles, was ich jetzt irgendwie mit diesem Studium anstellen könnte, ist Verschwendung meines Menschen. Und dann, als ich aufgehört habe, ist mir das immer mehr bewusst geworden, dass ich halt einfach nur in eine Welt geflohen bin, weil ich mit meiner normalen Welt, mit der Welt, wie sie tatsächlich ist, ohne dass du durch Drogen, Alkohol und so irgendwas vernebelst, irgendeine Sicht vernebelst, mit der bin ich nicht klargekommen. Und dann ist mir aufgefallen, okay, was ist es denn? Also was macht mich denn glücklich? Und dann habe ich gesagt, ja, mich macht glücklich, Musik zu machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt ziehe ich es einfach durch. Und man kann sich einfach nur meine Zahlen angucken ab dem 1. Januar. Es geht alles geisteskrank nach oben. Ja, natürlich, weil ich jetzt einfach meine ganze Energie, die ich fürs Saufen verschwendet habe, halt einfach da reinstecke, in was ich lieb. Und naja, man könnte jetzt wieder sagen, wow, ist ja schön, dass du deine Musik machst, aber wird das was? Und du musst ja auch noch ans Geld denken und ans normale Leben und sonst was. Ja, aber ich glaube dran. Und ich merke, dass diese Energie, die ich halt sonst anderweitig verschwendet habe, die ich immer noch verschwenden würde, wenn ich jetzt in einem 9-to-5-Job hocken würde und halt dann am Donnerstag schon das Saufen anfangen würde, Freitag total verkatert in der Arbeit bin, das ganze Wochenende komplett durchfeiere und Montag geht es wieder so weiter, da hätte ich vielleicht Geld, um mir in meiner Freizeit irgendwas zu erfüllen. Aber nein, ich will doch eigentlich nur diese eine Sache machen. Ich will ja nichts anderes machen und mittlerweile kommt Geld rein. Mittlerweile trägt das Ganze Früchte, weil ich meine volle Energie dort reinstecke. Und der Ausgleich ist einfach nur, das zu tun, was du liebst. Und dann fällt dir auf einmal auf, hey, es ist gar nicht so schlimm, am Samstagabend Musik zu machen, nichts zu saufen, einen klaren Kopf zu behalten und sich dann zu freuen, dass man ein Lied gemacht hat oder ein TikTok, um seine Musik zu promoten, das Ganze geht viral oder sowas. Du hast das Gefühl von einem Fortschritt, von dem, was du wirklich willst und dann fällt dir auf, ja, das mache ich am Samstagabend ja eigentlich viel lieber, als im Club zu stehen und mir den sechsten Jackie Cola reinzuhauen. Nur in der Hoffnung, dass es heute vielleicht noch ein Highlight gibt. Und jetzt noch eine abschließende Frage, die auch immer wieder kommt und die ich nicht beantworten kann. Willst du irgendwann wieder trinken? Ich weiß es nicht.
ich kann es nicht sagen, mir geht es gerade aktuell so, so gut damit, dass ich nicht daran denke, dass ich jetzt mir ein Bier aufmache. So, warum? Also, so, das hat keinen Sinn. Und ich kann aber niemals nie sagen. Also, so, es kann schon sein, dass ich irgendwann mal wieder sage, so, ja, hey, ich will jetzt wieder trinken. Aktuell sehe ich einfach keinen Grund und ich sehe einfach nur, wie ich selbst persönlich mit meiner Musik und im ganzen Leben weitergekommen bin. Und warum sollte ich jetzt wieder den Rückschritt machen, wenn ich vor allem glücklich damit bin und es eigentlich nicht brauche? Schon wieder dieses Wort eigentlich. Merkt ihr was? Nein, ich brauche es nicht. Aber, und das ist die Angst, natürlich packt mich manchmal so, dass ich mir sage, boah, klar, also jetzt einfach so ein paar Bier reinstellen, hier ein bisschen feiern, das wäre schon geil. Die Frage ist einfach nur, es ist ein sehr, sehr großes Risiko, weil ich hatte, nein, ich hatte nicht, ich habe ein Problem damit. Und das Problem war zum Beispiel ein Schluck und es wurde ein Vollrausch. Was passiert denn jetzt? Ich habe jetzt ein halbes Jahr aufgehört. Es gab schon viele Alkoholiker, die ein halbes Jahr aufgehört haben zu trinken oder auch länger und irgendwann wieder angefangen haben. Ich weiß nicht, ob ich so weit bin, ob ich jemals so weit sein werde, dass ich einen kontrollierten Umgang damit hinbekommen könnte. Ja, und das ist die Frage. Das Risiko möchte ich gerade nicht eingehen, muss ich auch nicht eingehen, überhaupt nicht. Und jetzt noch ein paar abschließende Worte von mir. Weil mit dem Video möchte ich ja auch was bewirken. Also vielleicht hat sich der ein oder andere in den Sachen, die ich erzählt habe, auch wiedererkannt. Es gibt bestimmt ein paar von euch, die hier zugucken und vielleicht jetzt zum ersten Mal darüber nachdenken oder in letzter Zeit mal darüber nachgedacht haben, ob vielleicht irgendwas, und ich rede nicht nur vom Saufen, wirklich. Also jede Droge, jede Sucht ist eigentlich das Gleiche. Die mit irgendwas ein Problem haben und vielleicht jetzt denken, man könnte es mal angehen. Leute, geht es an. Je früher, desto besser. Es wird nicht einfacher. Und dieser Trott, in dem man einfach reinverfällt, wenn man immer wieder Ausreden sucht, was ich vorher gesagt habe, ach, der ist ja noch schlimmer. Und oh, und da muss ich ja wieder und so. Ich kann ja gar nicht aufhören. Und oh, meine Freunde, die kann ich ja nicht im Stich lassen, weil die kiffen alle oder die sind halt einfach voll die Säufer und sonst was. Leute, es ist okay, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Man muss immer schauen, wo will man selbst in Zukunft hin? Mit welchen Menschen möchte man die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit? Und es ist wirklich keine einfache Sache, diese Erkenntnis zu haben. Oder die Erkenntnis ist vielleicht eine einfache Sache, aber aus dieser Erkenntnis was zu machen, ist wirklich nicht einfach. Aber ich kann es nur allen Leuten sagen, habt die Kraft und den Mut, es anzusprechen. Also für mich war ein Schlüssel davon wirklich, dass ich darüber geredet habe. Weil das Schwierige ist, diese Gedanken hatte ich auch schon vor 2, 3 Jahren. Ich hatte vor 2, 3 Jahren die Gedanken, boah, ist es vielleicht zu viel. Aber da ich mit keinem darüber gesprochen habe, geht man wieder raus. Man denkt sich vielleicht, ich will eigentlich gar nicht. Aber da die anderen ja den Ernst der Lage gar nicht kennen und denken, der säuft heute nicht, weil er morgen aufstehen muss oder so. Also, das ist eigentlich auch ein Grund, warum man nicht saufen sollte. Es ist dumm. Es ist wirklich generell dumm, jemandem zu sagen, hey, warum trinkst du nicht, wenn er sagen will, er will nicht trinken. Aber so, wenn die anderen Leute die ernste Lage nicht kennen und du sagst, ich will gar nicht trinken, dann werden sie dich immer überzeugen. Dann werden sie immer sagen, ach, jetzt komm, und dann sagst du, ach ja, okay, komm. Aber sobald du halt die Stärke hast, offen darüber zu reden, werden Leute sagen, okay, der will anscheinend sein Problem angehen und sie werden dich unterstützen. Und wenn sie dich nicht unterstützen, sind es sowieso nicht die richtigen Leute. Ihr könnt euch Hilfe suchen. Ihr könnt mir gerne schreiben. Ich hab's geschafft. Geschafft? Ich weiß es nicht. Es ist ein halbes Jahr, es ist ein langer Zeitraum. Ich kann nicht sagen, ob ich jemals rückfällig werde. Aber mein Kopf ist schon über einen Berg, wo ich nicht weiß, ob die Sucht überhaupt drüber wandern kann. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ihr könnt mir schreiben. Ich helfe euch gerne. Und ihr könnt mit Freunden reden, ihr könnt mit Familie reden. Es ist völlig okay, eine Sucht zu haben. Das Wichtigste ist einfach nur, dass man sie angeht. Leute, es wird nicht besser. Wirklich. Man muss nur über seinen Schatten springen, irgendwas ansprechen. Weil es kann ja nicht weitergehen. Es kann ja nicht so weitergehen, dass ihr sagt, bloß weil ihr nicht darüber reden wollt, geht es halt immer so weiter und es wird immer schlimmer und es wird immer schwieriger.
es muss irgendwann der Punkt kommen. Und ich glaube, bei einigen von euch ist der Punkt eigentlich schon da. Sucht euch Hilfe, macht es öffentlich, macht es mit euch selbst auch im Kopf aus. Man muss nicht unbedingt immer Hilfe suchen. Also es gibt Suchttherapien, es gibt sämtliche Möglichkeiten. Vielleicht braucht man es aber gar nicht. Vielleicht weiß man es auch einfach selbst genug und kann es mit sich selbst ausmachen. Aber es wird nicht gehen, ohne dass man ein starkes Wort setzt, andere Leute davon überzeugt, dass man es wirklich nicht mehr will. Das sind meine abschließenden Worte. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Wie gesagt, ich bin offen dafür, dass man mir schreiben kann. Es ist völlig okay, eine Sucht zu haben. Und es ist völlig okay, darüber zu reden.